Genau, also ich wollte euch nochmal mit dem 11. September ein bisschen konfrontieren. Schon wieder. Es wurde ja schon viel drüber geredet, über den 11. September, wie die Türme eingestürzt sind, was es mit Bin Laden auf sich hat in der Geschichte der amerikanischen und afghanischen Kriege. Ich wurde auf ein Dokument aufmerksam vom Jahre 1992. Also 1992, damals ist das Sowjetimperium erst eingestürzt und ja. Und vom 11. September war da noch überhaupt keine Rede. 1992. Damals hat sich eine Gruppe von Republikanern getroffen in den USA, neokonservativ. Und die haben sich eben zusammengesetzt, haben sich gefragt, ja, jetzt ist die Sowjetunion zusammengebrochen, was können wir denn tun, um das amerikanische Imperium noch auszubauen? Und in ihrem Dokument, das ist eben ein Think Tank, also ein Think Tank, eine Denkfabrik frei übersetzt, ja, sie arbeiten Strategien heraus, entweder im Auftrag einer Regierung, im Auftrag von Konzernen, wie auch immer. Und sie sind zu dem Schluss gekommen, dass ihr Ziel jetzt natürlich nicht der Weltfrieden ist, sondern dass die Macht der USA ausgebaut werden soll und dass die Kontrolle auf der Welt verstärkt werden soll. Zum einen stand da drin, also das ist jetzt auch keine Verschwörungstheorie, das Dokument findet man in Google Scholar. Die Washington Post hat sogar schon mal davon berichtet. Google Scholar ist die wissenschaftliche Seite von Google. Washington Post hat davon berichtet und in einer Art der Dokumentation findet man das auch. Der erste Punkt. Es muss in jeder Region amerikanische Militärstützpunkte geben, vor allem im Nahen Osten. Was auch sehr interessant ist, man müsse fortgeschrittene Industrienationen davon abhalten, den amerikanischen Führungsanspruch in Frage zu stellen oder eine regionale oder globale Rolle anzustreben zu wollen. Zweiter Punkt. Wir müssen unser weltweites Kommunikations- und Überwachungsnetzwerk ausbauen. Und natürlich, so bescheiden wie man ist, muss man auch im Weltraum aufrüsten. Und das Dokument stammt aus dem Jahr 1992. Dann hat die Gruppe jetzt gewartet, es ist nichts passiert, keine großen Veränderungen. 8 Jahre später haben sie sich dann wieder getroffen, im Jahre 2000. Und dann haben sie sich gedacht, hey, 8 Jahre sind jetzt schon vergangen, wir haben jetzt immer noch keinen Feind. Wir brauchen einen Feind, um die Maßnahmen durchzusetzen. Und irgendjemand muss uns bedrohen. Und dann haben sie sich auf folgende Analyse geeinigt. Ich habe das jetzt mal übersetzt. Also ist jetzt kein Zitat, weil ich es jetzt übersetzt habe, aber das könnt ihr alles nachschauen. Wenn man es auf Englisch übersetzt, dann kommt es auf selbe. Sie haben dann geschrieben, der Prozess einer Transformation, also die 4 Punkte, die ich vorher genannt habe, auch wenn er revolutionäre Veränderungen bewirken würde, wird wahrscheinlich lange dauern, außer es finden katalysierende Ereignisse katastrophischen Ausmaßes statt, ähnlich dem eines neuen Pearl Harbor. Das Wort Pearl Harbor ist in dem Dokument gefallen. Das war im Jahr 2000. Und es gäbe außerdem die Notwendigkeit für eine umfangreiche Präsenz amerikanischer Streitkräfte in der Golfregion. Jetzt brauchen wir es endlich mal. Und ein Dorn im Auge waren außerdem Nordkorea, der Iran und der Irak, also die spätere Achse des Bösen. Genau, dazu brauchen wir ein zweites Pearl Harbor. Also das klingt schon mal ziemlich verdächtig. Und wenn man sich jetzt auch mal noch die Autoren anschaut, dann wird es noch interessanter. Da finden sich einige Mitglieder aus dem späteren Bush-Kabinett, zum Beispiel Dick Cheney, später Vizepräsident, Donald Rumsfeld, später Verteidigungsminister, Paul Wolfowitz, irakischer Kriegsfalke und stellvertretender Verteidigungsminister, Richard Pearl, Berater von Bush, Karl Rove, auch Berater von Bush, Jeb Bush, der Bruder von George Bush und der Gouverneur von Florida, hat ja ein bisschen bei der Wahl beigeholfen, dass Bush gewählt wurde, Lewis Libby, Stabschef von Cheney, Bruce Jackson, Vizepräsident vom amerikanischen Rüstungskonzern Lockheed Martin und William Crystal, der hat eine ziemlich große Spende von Rupert Murdoch erhalten und sollte ein Medienimperium aufbauen. So, ich weiß nicht, also es klingt jetzt schon ziemlich verdächtig, ist jetzt aber vielleicht ein Motiv, aber noch kein Beweis dafür, dass sie das waren. Beweise hat man eigentlich, ja, ich weiß nicht, ob man das Beweise nennen kann, das was die Unstimmigkeiten, auf jeden Fall weiß man eigentlich, dass die offizielle Version so nicht stimmen kann. Und ich habe auch eine Statistik gesehen, ich weiß nicht, ob ich da jetzt so richtig glauben kann, aber die New York Times und CBS News haben die eine Stichprobe in der amerikanischen Bevölkerung gemacht
Und demnach glauben 84% der amerikanischen Bevölkerung, dass kriminelle Elemente der eigenen Regierung am 11. September mitwirkten. 84%. Also es war New York Times und CBS News, nicht Verschwörungstheorie.com. Und trotzdem gab es eben keine zweite Untersuchung von den Ereignissen am 11. September. Und wer da auch mitgewirkt hat, also wer die zweite Untersuchung auch mitblockiert hat, das war zum Beispiel McCain, dürften auch einige kennen. Das war der, der sich mit al-Baghdadi getroffen hat, bevor ihm dann der lange Bart gewachsen ist. Und genau, McCain hat die erste Kommission auch geleitet, zusammen mit Joe Lieberman. Und McCain hatte eine Organisation, die eben den Think Tank Project for a New American Century in die Wege geleitet hat. Also ist jetzt kein unabhängiger Mann, der Interesse daran hätte, das unabhängig zu untersuchen. Und wie wir wissen, im ersten und einzigen Commission Report taucht der Einsturz des World Trade Center 7 überhaupt nicht auf, also mit keinem Wort. Und ja, ist schon mal schlechte Arbeit. Und McCain war, jetzt komme ich zu Revolutionen überhaupt, jetzt wo McCain auch mitgewirkt hat. McCain war zum Beispiel auch in Libyen, bevor die Revolution dort ausbrach, und hat sich dort mit ein paar Oppositionellen unterhalten. Und genau, für amerikanische Beteiligung an Umstürzen, da gibt es ja auch reichlich Beispiele in der Geschichte. Allein ab den 50er Jahren, ich weiß nicht, ob man alle Umstürze jetzt aufzählen kann, man weiß ja nicht, ob sie bei manchen jetzt direkt beteiligt waren oder nicht. Vor allem in Südamerika waren sie aber aktiv, das weiß man. Im Iran 1953, was sie jetzt auch mittlerweile zugegeben haben seit letztem Jahr. Jeder wusste es, aber jetzt haben sie es zugegeben. Genau. Und was ich auch eben seltsam finde, das sollte jetzt nur zum Hinterfragen dienen. Also ich bin jetzt wirklich selbst nicht 100% davon überzeugt, aber es kommt halt irgendwie komisch rüber. Mir ist aufgefallen, dass Proteste irgendwie erst richtig so eskalieren, wenn Scharfschützen auf unbewaffnete Demonstranten schießen. Das war zum Beispiel in Libyen so, da haben Scharfschützen auf eine auf Demonstranten auf einer Trauerfeier geschossen, warum auch immer, und danach sind die Proteste erst richtig in Fahrt gekommen. In Syrien zum Beispiel wurde zu Beginn der Proteste noch hauptsächlich bei einer Demonstration eigentlich der Großteil der angeschossenen Leute auf der Demonstration von Sniperschützen waren Frauen. Warum auch immer. Und dann sind auch die Proteste richtig eskaliert, blutige Proteste. Ja, die westliche Welt muss unterstützen, und in Syrien ist dann natürlich auch, wird die Stimmung natürlich auch beeinflusst. Und ich weiß nicht, ob ihr von dem französischen Außenminister, von dem früheren Dumas gehört habt, der hat in einer Diskussionsrunde, hat es auch mal angesprochen, dass von Britannien schon länger der Plan stand, dass man in Syrien einen Bürgerkrieg provozieren wollte. Es gibt einen französischen Außenminister zu. Entschuldigung. Und auch ein Fun Fact, wenn man es so nennen kann, nebenbei. Wo die Amerikaner im Irak, als sie die Massenvernichtungswaffen nicht gefunden haben, hatten ein paar Kriegsfalken die Theorie, dass Saddam sie vielleicht in Syrien versteckt haben könnte. Also müsste man jetzt weiter nach Syrien, aber sie konnten sich nicht durchsetzen. Auch bei Hugo Chavez zum Beispiel. Er wollte ja das Öl verstaatlichen und musste sich eben einer Opposition stellen, die hauptsächlich durch die Oligarchen eigentlich beflügelt wurde. Und also Venezuela, das war, ist das Land, wo das Öl am billigsten überhaupt war. Jetzt, ich weiß nicht, ob es jetzt immer noch ist nach Chavez seinem Tod, aber da konnte man, glaube ich, für 70 Cent oder so sein Auto volltanken. Also kann man sich, glaube ich, hier nicht vorstellen. Und die Bevölkerung hat davon natürlich profitiert. Und da war es auch so, dass Scharfschützen auf Demonstranten geschossen haben. Und am selben Abend wurde dann Chavez aus dem Präsidentenpalast gedrängt. Dazu empfehle ich wirklich eine richtig gute Doku. Also die empfehle ich jedem und lege es jedem ans Herz, von Arte, Hugo Chavez, ein Staatsstreich von innen. Das ist wirklich eine berührende Doku, wirklich über die Macht des Volkes auch, weil das Volk hat ja eigentlich Chavez dann wieder ins Amt gehievt. Also wirklich selbstständig von unten und genau, und ohne Rücksicht auf Verluste, ohne Rücksicht auf Tote. Sehr schön. Und über die Macht der Medien lernt man da natürlich auch was.
Und auch bei der Maidan-Bewegung war es eben so, dass die Maidan-Bewegung zu den sogenannten blutigen Protesten wurden, nachdem Scharfschützen auf Demonstranten geschossen haben. Die Tagesschau hat auch später einen Monitorbericht zitiert, also sowohl im Monitor als auch in der Tagesschau, wurde dann erwähnt, dass es doch Unstimmigkeiten gab in der offiziellen Version, die auch durch die westlichen Medien verbreitet wurden. Hat man natürlich überhaupt nicht mehr in seiner Berichterstattung berücksichtigt, aber sie haben es ja gesagt. Und dass es wahrscheinlich Oppositionelle waren, die vom Hotel Ukraine aus auf Demonstranten geschossen haben. Und auch lustig, der Chefermittler, also der Generalstaatsanwalt, war Mitglied der Svoboda-Partei. So viel dazu, dass wir Verschwörungstheoretiker verbreiten, dass die Svoboda-Partei Macht haben sollte. Ist ja kompletter Schwachsinn. Einer war, glaube ich, auch war für den Rundfunk zuständig und der hat dann auch ziemlich exekutiv den Chefredakteur, glaube ich, dort rausgeprügelt. Also im wahrsten Sinne rausgeprügelt. Genau, und was ich mir halt auch denke, also allein wenn wir diese Information berücksichtigen, ich meine auch von den Massenmedien auch, also die paar Informationen rausnehmen und uns dann selber Gedanken machen und nicht ihre Wertungen, uns von ihren Wertungen abhängig machen. Allein Arte-Dokumentation oder eben der Monitor oder solche Berichte oder auch Kabarettisten, allein wenn wir sie, die westliche Welt die Information berücksichtigen würde, wird es auch eine Revolutionsstimmung geben, denke ich. Und also das sind eben Medien, denen wir vertrauen können oder denen die anderen vertrauen, sagen wir es mal so. Genau, und was ich aber auch noch heute bereden wollte, jetzt kommen wir zum anderen Thema, über die Gefahr des Dritten Weltkriegs. Meiner Meinung nach ist sie sehr real, viele wägen noch ab, ob es wirklich sein könnte oder nicht. Aber ich möchte euch dazu ein bisschen was erzählen. Aber wir müssen uns auf jeden Fall damit beschäftigen. Ich denke, es steht uns Krieg bevor. Das Problem ist eben, dass wir nur aus den Medien wissen, was der Krieg bedeutet. Wir können uns das überhaupt nicht vorstellen. Ich meine, die Generation, die den Krieg erlebt haben, die erzählen entweder nicht gern drüber oder können es vielleicht nicht gescheit vermitteln. Aber wir wissen eben nicht, wie es sich anfühlt, ständig in Angst zu leben oder Angst zu haben, wenn ein Verwandter eben die Wohnung verlässt. Oder wir wissen auch nicht, wir kennen die Verzweiflung von den Eltern nicht, die ihre Kinder nicht mehr ernähren können. Also sowas können wir uns hier überhaupt nicht vorstellen. Natürlich geht es gegen den Iran. Saudi-Arabien wird mit Israel zusammenkämpfen und auch ihren Luftraum Israel überlassen, falls es zum Krieg kommt. Und die Lage im Nahen Osten ist eben so, dass es nur noch drei Länder gibt, in denen keine amerikanischen Streitkräfte stationiert sind. Das sind der Libanon, das sind Syrien und der Iran. Und man weiß, dass wenn eine Macht fallen wird, dann werden automatisch die anderen geschwächt. Deswegen hat auch Russland so ein Interesse daran, Syrien jetzt zu halten. Und der Nahe Osten ist eben der strategische heilige Gral als Verbindung zwischen Afrika, Asien und Europa. Und wer den Nahen Osten hat, hat unglaublich viel strategische Macht. Um das zu verdeutlichen, wie es auch mit Syrien, mit Saudi-Arabien jetzt abgeht, also Saudi-Arabien unterstützt zum Beispiel auch die salafistischen Tschetschenen in Russland oder die Salafisten in Libyen wurden zum Beispiel von Saudi-Arabien unterstützt. Und ja, wie wir wissen, auch in Syrien, die Al-Nusra-Front zum Beispiel, sehr demokratische Truppe. Als der Westen in Syrien einmarschieren wollte, wo die Giftgasangriffe stattfanden, ne, hat sich eine russische hochrangige Quelle des Militärs in der russischen Zeitung Telegrafist gemeldet. Ganz subtil hatte er angedeutet, was man unternehmen würde im Falle eines Kriegs. Ich zitiere ihn mal. Die Situation heute ist so, dass die Su-37, Kriegsflugzeug, nicht genügend Treibstoff mitführen kann, um weiter als zum Iran und wieder zurückzufliegen. Doch der Iran ist ein Verbündeter und somit erlaubt er uns dort auch die Bomber zwischenzulanden. Mit dem neuen Su-27 ermöglicht es uns, einen großen Radius abzudenken. Es ist möglich, Ziele in Katar und in Saudi-Arabien anzugreifen und wieder zurückzufliegen. Ja, und wie gesagt, Saudi-Arabien zeigt schon länger die aggressive Politik und ja, dann beende ich die 2 Minuten jetzt mal. Ja, ich wollte euch noch von einem Experiment erzählen, aber vielleicht finde ich da nächste Woche die Gelegenheit dazu.
Geht schon? Okay. Ja, dann gehe ich vielleicht auch mal ein bisschen noch weiter vor. Also das Friedensforschungsinstitut SIPRI zum Beispiel, das sind jetzt nicht die einzigen Kriege, die uns bevorstehen. Das Friedensforschungsinstitut SIPRI sieht bis zum Jahr 2030, 16 Jahre noch, wird es unglaublich viel Kriege um Ressourcen geben. 37% der Weltbevölkerung wird in Regionen leben, wo Wasserknappheit herrscht. Das muss man sich mal vorstellen. Und wir diskutieren darüber, ob Wasser privatisiert werden soll. Zwei Drittel der Agrarflächen heute schon werden, also weltweit, der Agrarflächen werden für die Fleischproduktion genutzt. Und es ist natürlich klar, dass davon nur wir profitieren als Industrienation. Und es ist eben traurig, dass es eben das kapitalistische System gibt und die dritte Weltländer, also sie heißen ja dritte Weltländer, sie heißen ja nicht mehr Entwicklungsländer, weil sie können ja sich nicht mehr entwickeln. Das ist nicht mehr möglich im kapitalistischen System. Wir haben sie durch Sklaverei und die Kolonialisierung eigentlich in die Armut getrieben. Also unser Wohlstand wurde eigentlich auf deren Leichen aufgebaut und ich finde es eigentlich schon pervers, dass so wenig Leute aufstehen und sich dafür einsetzen, dass es da vielleicht eine Lösung gibt. Ja, ich wollte euch, vorher ging es ja auch kurz um Visionen, ich habe auch eine Vision, natürlich der Weltfrieden. Und da gibt es ein Experiment von einem türkischen Sozialpsychologen, also ab und zu kommt aus der Türkei auch mal ein guter, Muzaffer Şerif heißt der Kerl, und der hat in der USA Experimente durchgeführt. Das war eine Feldstudie und er wollte herausfinden, wie bereits existierende Konflikte gelöst werden können. Muzaffer Şerif hat dazu zwei Gruppen von Jugendlichen in ein Camp gebracht, in der USA eben, und hat sie räumlich voneinander getrennt. Und wollte erstmal, dass innerhalb der Gruppe das sogenannte Bonding entsteht, also das Zusammenschweißen der Gruppe. Er hat dazu zum Beispiel veranlasst, dass sie gemeinsame Unternehmungen machen, Feuer legen, kochen, zusammen schwimmen, wandern, und die Gruppe hat sich dann miteinander identifiziert, und auch ein kleiner Effekt, großer Effekt, aber eine kleine Maßnahme, sie haben dann noch eigene Namen bekommen, die einen waren die Rattlers, die anderen die Eagles, und genau, also die Gruppengrenzen wurden deutlich definiert, und die in der ersten Woche, wo noch das Bonding, also das Zusammenschweißen der jeweiligen Gruppen stattfand, hat man von der anderen Gruppe nichts mitbekommen. Im zweiten Schritt dann wurden die Gruppen dann aufeinander, sie haben sich dann getroffen und haben Wettkämpfe veranstaltet eben. Und es ging um Ressourcen, also um Essen. Wer einen Wettkampf gewonnen hat, bekommt schmackhafteres Essen, bekommt Schokolade, was weiß ich. Und Muzaffer Şerif hat schon ziemlich früh festgestellt, also schon bei den ersten Aufeinandertreffen, dass sich die Auseinandersetzungen in Gewalttätigkeit äußern. Und die Wettkämpfe waren halt sportlicher Natur, Football, Baseball, Tauziehen, solche Sachen. Und die Aggression, also das waren jetzt keine Kleinigkeiten, es wurden zum Beispiel Gruppenfahnen verbrannt, Hütten wurden ausgeraubt und es gab auch krawallartige Kämpfe. Jetzt hat er sich eben überlegt, ja, was könnte man jetzt tun, um Feindschaften jetzt aufzulösen zwischen zwei Gruppen. Und das ist sehr wichtig, finde ich, dass man sich das mal vergegenwärtigt. Und was man auch dazu sagen musste, also mit einem Fingerschnips könnte sich eigentlich das Experiment oder die Informationen jedes Ministerium ins Amt holen. Man könnte es machen, wenn das Interesse da wäre. Um die Gruppenkonflikte zu lösen, hat er erstmal versucht, Höflichkeitsbesuche zu organisieren. Also dass sich die Gruppen kennenlernen. Und hat dann beobachtet, was passiert, aber selbst bei Kinobesuchen, wenn sie zusammen Filme geschaut haben, gab es Streitigkeiten. Dann hat er die Lösung gefunden. Probleme selber verursacht, aber hat es den Kindern natürlich nicht gesagt, dass es selber war. Zum Beispiel gab es dann mal eine Autopanne beim gemeinsamen Bus. Und die Kinder beider Gruppen, alle mussten zusammenhelfen, damit das Problem gelöst wird. Oder es gab einen Stromausfall, solche Sachen. Und da hat er dann wirklich festgestellt, dass sich die Gruppengrenzen aufgelöst haben, dass sich Vorurteile zwischen den Gruppen reduziert haben und dass sich die Feindseligkeiten reduziert haben. Jedes Gruppenmitglied hat sich verantwortlich für das andere gefühlt und jeder hat sich auch gebraucht gefühlt.
Und das ist eben ein Beweis dafür, dass durch kooperatives Handeln und durch gemeinsame Ziele eben die Feindseligkeiten zwischen zwei Gruppen gelöst werden können. Und nach dem Prinzip eben könnte man ja auch vorgehen. Ich meine, auf langfristige Sicht her könnte man vielleicht so den Korea-Konflikt lösen jetzt. Ich weiß nicht, ob das jetzt zu optimistisch ist, aber wenn die Interesse in der Politik da wäre, könnte man sowas zum Beispiel machen oder die verschiedenen ethnischen Gruppen im Nahen Osten. Es ist auf jeden Fall möglich. Es hat ja früher auch funktioniert. Das hat sich ja jetzt erst in den letzten 100, 200 Jahren so geformt. Also die richtigen Streitereien. Und nach dem Prinzip haben eben auch früher die Völker gearbeitet oder Naturvölker. Nach dem Prinzip der Kooperation statt der Konkurrenz. Zum Beispiel in einer Arte-Doku, also ich zitiere oft Arte-Dokus, stellt ihr vielleicht fest, ist wirklich zu empfehlen auch, da war eine Doku über den Kapitalismus und da wurde zum Beispiel erwähnt, man rechtfertigt das Geldsystem oder Geld allgemein ja damit, dass es früher ja so war, dass man Hühner gegen einen Tisch zum Beispiel eintauschen musste, weil es ja noch kein Geld gab und weil es so unpraktisch war, musste man das dann aufheben. Und man musste dann Geld einführen, aber in der Arte-Dokumentation haben sie gemeint, dass sie in der Geschichte der Menschheit, in den letzten Jahrzehnten jetzt, in der Forschung, haben sie so lange nach diesen Völkern oder nach dieser Kultur gesucht, aber sie haben es nicht gefunden. Sowas gab es noch nie. Früher, die Naturvölker, die waren immer so, dass jedes Gruppenmitglied Aufgaben hatte und wenn zum Beispiel jemand Beute gemacht hat, dann wird das mit der ganzen Gruppe geteilt. Ja, die haben das nicht getauscht jetzt, zum Beispiel, du gibst mir Kräuter, ich gebe dir dafür ein Wildschwein, sowas gab es nicht. Das Wildschwein wurde einfach mit der Gruppe geteilt, egal ob jemand was dazu beitragen kann oder nicht. Das war einfach, es gab keinen Besitz, das war der Besitz von der Gruppe. Und ich denke, das ist schon Weg Richtung Frieden. Ja, genau. Wie bitte? Ja, sofort, sofort. 30 Sekunden noch. In einer anderen Studie wurde dann aber auch, oder Studienkonstrukt sagen wir mal, in 515 Studien insgesamt, also steht in unserem Lehrbuch Psychologie auch drin, was wir von der Uni zum Lernen aufbekommen haben, in 515 Studien wurde festgestellt, dass allein das Kennenlernen der Gruppe, Sie haben da das Beispiel der aus Deutschland genommen, dass also das allein das Kennenlernen zwischen den Gruppenmitgliedern, dass das zur Reduzierung von Vorurteilen führt und zur Förderung der Friedlichkeit. Die haben das Beispiel der DDR genommen. Damals kannten die wenige DDR-Bürger, weil sie eben abgeschnitten von der Außenwelt waren, kannten sie eben weniger Ausländer. Und deswegen sind dann auch die Feindschaften so früh entstanden und die Vorurteile. Und in 515 Studien hat man gezeigt, dass allein das Kennenlernen auch schon Vorurteile reduziert. Und ich denke halt auch, dass wenn man zum Beispiel hier im Westen vielleicht die arabische Geschichte oder die arabische Kultur etwas näher bringen würde, als Beispiel jetzt nur, kann man auf alles übertragen. Dass man vielleicht so die Angst vor den Arabern oder den Muslimen reduzieren könnte und dass Vorurteile vielleicht abgebaut werden könnten. Und ja, ich hoffe, ihr konntet mir jetzt gut folgen und ja, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.